Also es ist eigentlich jetzt eine gute Fortsetzung des Vortrags, der mehr philosophischer Natur war, um noch einmal theologisch etwas tiefer zu gehen. Die Frage, wie Josef Ratzinger, Benedikt der 16., der eigentlich auf diesen Begriff Ökologie des Menschen gekommen ist, möchte ich ein bisschen weiter ausleuchten und es auch in unsere Zeit ein bisschen in den Kontext unserer Fragen hineinstellen. Der erste Punkt, eine kurze Hinführung, der bedrohte Garten oder Plädoyer für eine christliche Ökologie. In einem aktuellen Buch zum Thema Schöpfung von Martin Breuel, Theologe in Dortmund, heißt ein Kapitel der bedrohte Garten. Und damit, glaube ich, bringt er auf den Punkt, woran viele Menschen heute denken, wenn sie das Wort Ökologie hören. Ja, Sie können ja mal selber überlegen, Ökologie, ökologisch assoziiert man irgendwie mit einer Form von Bedrohung oder einer Krise. Also wir leben in einem gefährdeten Lebensraum und wir Menschen werden in hohem Maße für diese Gefährdung verantwortlich gemacht. Mit der ökologischen Bewegung geht deshalb oft eine starke Selbstanklage des Menschen einher. Der Mensch ist der, der die Umwelt schädigt, allein dadurch, dass er auf Kosten anderer lebt und anderen den Sauerstoff wegatmet. Er beutet die Bodenschätze aus und lässt die Mutter Erde leer und erschöpft zurück. Und diese ökologische Bewegung, wenn man sie so beobachtet, nimmt auch immer wieder apokalyptische und auch aggressive Züge an. Aus einer friedlichen Protestbewegung ist eine Bewegung geworden, die auch in das Leben von Menschen eingreift durch Blockaden und anderes. Also ich denke, da ist also zunehmend eine gewisse Grenzüberschreitung auch sichtbar. Warum? Ich denke, es hängt auch damit zusammen, dass die ökologische Bewegung eigentlich von christlichen Motiven zehrt. Allein schon das Bild vom Garten verweist ja, ob man will oder nicht, auf den Paradiesesgarten, also auf ein Ideal einer ursprünglich guten Schöpfung, die eben irgendwie sich ins Negative entwickelt hat. Kuczynski hat gesprochen von einem Antagonismus zwischen Mensch und Natur, aber viele sind sich eben heute dessen nicht mehr bewusst und sie suchen verzweifelt nach einer Begründung für ihr Tun und auch nach einer Möglichkeit, mit dem Scheitern ihrer Ideale umzugehen. Und so glaube ich, kann man sagen, ohne Rückbindung an einen Schöpfungsglauben fehlt dem Menschen auf Dauer eine hinreichende Begründung für seine besondere Stellung in der Natur und es fehlt ihm auch eine Hilfe, mit der Begrenztheit seiner eigenen Versuche der Weltgestaltung umzugehen. Und das liegt sehr tief im Denken, in der Genese der Neuzeit begründet. Josef Ratzinger hat als Theologe in seinem Klassiker Einführung das Christentum schon vor über 50 Jahren dieses Denken der Neuzeit analysiert. Er kritisiert darin eine einseitig auf das technisch Machbare ausgerichtete Vernunft, die sich von der Wahrheitsfrage verabschiedet hat. Sie und nicht das Christentum trägt Schuld an der Ausbeutung der Erde und der fundamentalen Infragestellung des menschlichen Lebens, wie wir sie heute erleben. Also ich glaube, es würde sich allein deswegen schon lohnen, die Einführung des Christentums, vor allem den ersten Teil noch einmal zu lesen, was da Ratzinger für Strukturen der Neuzeit herausarbeitet, die jetzt in eine gewisse Reife und Gärung, aber auch an ein gewisses Ende kommen. Als Papst Benedikt der 16. hat er seine Überlegungen bekanntlich unter dem Begriff Ökologie des Menschen zusammengefasst und so eine Art Leitwort vorgegeben, durch das auch eine christlich geprägte ökologische Bewegung in Anführungszeichen möglich werden könnte. Ob das möglich ist, werden wir vielleicht nach meinem Vortrag diskutieren können. Es wurde schon gesagt, in der Rede im Bundestag 2011 hat er diesen Begriff eingeführt, er hat ihn aber auch in der Enzyklika Caritas in Veritate gebraucht und vor allem etwas deutlicher erklärt in seiner Weihnachtsansprache an die römische Kurie 2008. Das sind so die Texte, die ich im Folgenden grundlege und vier mir wichtige Aspekte herausgreife. Ökologie des Menschen, ein Begriff und seine Hintergründe. Als erstes scheint mir die Methode, die Ratzinger dabei verwendet, interessant. Es ist ja bemerkenswert, dass ein Papst,
das Wort Ökologie aufgreift, also einen Begriff, der eigentlich aus einer politisch linken Ecke stammt, von Gruppierungen verwendet wurde, die also nicht unbedingt auf Seiten der Kirche oder gar dezidiert zum Christentum positiv stehen. Und indem sie eben Benedikt aufnimmt, macht er sie ja damit auch zu einer Aussage des Lehramts. Allerdings so, dass er den Begriff nicht einfach unkritisch übernimmt, sondern ihn eben in eine christlich Schöpfungstheologie einbaut. Wenn man es versucht, hermeneutisch zu sehen, glaube ich, dass Papst Benedikt da, wie in vielen anderen Dingen, an die Kirchenväter anknüpft. Sie hat nämlich auch eine Methode, mit dem Wissen ihrer Zeit umzugehen und es zu benutzen, um zu erklären, was die christliche Offenbarung bedeutet. Und diese Methode nannten sie Kräsis griechisch oder lateinisch Usus, ja? Also eine bestimmte Form von Gebrauch, auch von kritischem Gebrauch, von Wissen unserer Zeit, um die Inhalte des Glaubens besser erklären zu können. Die Medien gaben Papst Benedikt jedenfalls recht, denn mehrere Zeitungen sprachen nach seiner Rede im Bundestag vom grünen Papst. Und auch eine Reihe von interdisziplinären Tagungen hat sich in den letzten Jahren mit der Ökologie des Menschen beschäftigt. Er hat also wirklich einen Impuls gegeben über die Theologie, auch über das Christentum hinaus. Benedikt der 16. spricht die Sprache der Zeitgenossen, wenn er, Zitat, an unsere Verantwortung für die Erde appelliert. Sie ist nicht einfach unser Eigentum, das wir ausnützen können nach unseren Interessen und Wünschen. Begründet wird diese Verantwortung für die Schöpfung freilich nicht mit dem Überlebensinteresse des Menschen, sondern mit der Geisterfülltheit der Materie. Papst Benedikt sagt, und das ist natürlich so an die Übertragung dann auch in ein christliches Denken, dass die Materie und die Natur nie nur bloße Materie sind, bloßer Stoff, sondern schon immer vom schöpferischen Geist ins Leben gerufen und vom schöpferischen Geist durchdrungen. Deswegen ist auch für Benedikt die Natur keine in sich geschlossene Wirklichkeit, die erst nachträglich vom Geist oder von der Gnade erfüllt würde, sondern die Natur selber ist schon eine Selbstaussage des Schöpfers. An der Ordnung der Natur lässt sich ein ordnender Wille erkennen. Deshalb trägt die Natur, so sagt der Papst, auch eine sittliche Weisung in sich, die nicht wir Menschen gemacht haben und die wir deshalb auch nicht beherrschen oder gar manipulieren können. Das wäre also der erste Aspekt, Ökologie in einem christlichen Sinn verwendet, ja, aufgegriffen, aber neu geprägt. Und das geht eben auch weiter im zweiten Schritt, die Ökologie Gottes als Voraussetzung einer Ökologie des Menschen. Papst Benedikt geht es eben nicht nur um den Schutz der Natur, das wäre zu gering gedacht, sondern es geht darum, dass der Mensch sich selber als Teil, wichtigen Teil, aber doch auch ein integrierter Teil dieser Natur als Gottes Schöpfung ist. Der Mensch steht nicht nur der Schöpfung gegenüber, sondern er steht auch in der Schöpfung. Der Mensch ist selber ein Teil der Schöpfung und deswegen muss die Ökologie, also das Bestreben, den Lebensraum zu schützen, auch für den Menschen selber gelten. Das finde ich also eine wirklich gelungene Pointe, geradezu eine pfiffige Aussage, dass eben diese Ökologie, die scheinbar eben den Menschen negativ sehen muss und sich vor allem auf die Tiere und die Umwelt konzentriert, ja auch für den gelten muss, der von dieser Ökologie spricht. Für Benedikt den 16. ist es inkonsequent, wenn dieselben Menschen, die mit großem Eifer für den Schutz der Tiere und eine nachhaltige Energiegewinnung eintreten, die eigene Gattung davon ausnehmen und in Sachen Lebensschutz oder Lebensformen eine völlige Beliebigkeit propagieren. Hier liegt, so meine ich, die eigentliche Provokation des Begriffs Ökologie des Menschen. Sie kann nämlich nach Benedikt dem 16. nur gelingen unter der Voraussetzung einer Ökologie Gottes. Das heißt, durch die Wiedergewinnung eines christlichen Schöpfungsverständnisses. Zitat des Papstes: Die Regenwälder verdienen sicher unseren Schutz, aber nicht weniger verdient ihn der Mensch, dem eine Botschaft eingeschrieben ist,
die nicht Gegensatz unserer Freiheit, sondern ihre Bedingung ist. Auch das scheint mir nochmal sehr gut auf den Punkt gebracht, inwiefern wir Menschen eben nur frei sind, indem wir uns auf unsere Natur beziehen, indem wir sie als unseren Grund, unser Fundament auch wahrnehmen und ernst nehmen. Und dann weiß natürlich Benedikt der 16. auch von den großen geistigen Strömungen, die das in Frage stellen, und nennt bewusst in seiner Ansprache an die römische Kurie die Gender-Theorie als Infragestellung dieser Schöpfungsordnung. Ihre These, dass das Geschlecht des Menschen lediglich eine soziokulturelle Größe sei, sieht ja als eine fundamentale Infragestellung der Aussage in Genesis 1. Als Mann und Frau schuf er den Menschen und Gott sah, dass es gut war. Ich meine, auch diesen Zusammenhang müssen wir noch einmal neu bedenken. Die Schöpfungsordnung ist nicht eine Heteronomie im Sinne einer Fremdbestimmung des Menschen von außen, sondern sie ist die Zusage, dass es gut ist, dass wir sind und auch, dass wir so sind, wie es unsere Geschichte, unsere Natur uns auch vorgibt. Das ist keine Fessel, sondern die Bedingung unserer Freiheit. Denn die Polarität und Komplementarität der Geschlechter ist eben Voraussetzung dafür, dass sich Menschen ergänzen und auch fruchtbar sein können. Die Polarität der Geschlechter ist ein Grunddatum des Menschseins, über das wir nicht verfügen können. Wir sollten auch nicht vergessen, dass in der Gender-Theorie von ihren ersten Denkerinnen auch mitgegeben die Ablehnung Gottes, also ein dezidierter Atheismus, mitschwingt und deswegen der Geschenkcharakter und die Gutheit des menschlichen Lebens selber auf dem Spiel stehen. Ungewollt bestätigt die Gender-Theorie eigentlich auf diese Weise, dass sich der Mensch im tiefsten selber nicht gutheißen, nicht annehmen und lieben kann, wenn es ihm nicht zuerst von einem anderen, letztlich vom Du Gottes, zugesprochen wurde. Konkret wird diese Frage dann von Benedikt dem 16. noch einmal auf die Ehe angewendet. Man kann eigentlich von einer Ökologie des Menschen nicht sprechen unter Absehung der beiden Geschlechter, aber auch unter Absehung der Ehe. Benedikt sagt, die wahre Berufung der Schöpfung liegt darin, Raum zu sein für den Bund, für das Ja der Liebe zwischen Gott und der Menschheit, die ihm antwortet. Der Bund Gottes mit seiner Schöpfung, mit dem ehelichen Bund von Mann und Frau, sakramental vergegenwärtigt. Darum liegt auf ihm auch ein besonderer Segen, das Geheimnis der Fruchtbarkeit und des neuen Lebens, ohne dass die Menschheit schon längst aufgehört hätte zu existieren. Aufgrund ihrer großen Bedeutung bedarf die Ehe im christlichen Verständnis auch im modernen Rechtsstaat eines besonderen Schutzes. Und es ist, glaube ich, unsere Aufgabe als Christinnen und Christen, diese unangenehme Frage zu stellen, ob die Ehe wirklich geschützt ist, ob die Familie wirklich als Lebensquelle der Gesellschaft wahrgenommen wird, ob auch die Rechte dementsprechend für die Ehe in besonderer Weise gelten müssen. Der Papst sieht einen direkten Zusammenhang zwischen der geringer werdenden Beziehung vieler Menschen zu Gott und der Unbeständigkeit menschlicher Beziehungen. Er sagt, wenn die Grundbeziehung zu dem, der uns geschaffen hat und erhält, nicht mehr stimmt, dann fallen schließlich alle anderen Beziehungen auseinander. Und der Mensch versucht dann für diese Beziehung, die er nicht mehr spürt, die ihn nicht mehr trägt, Ersatz zu finden. Und am Ende, so prognostiziert der Papst, steht dann der Überdruss, ja die Ablehnung des Lebens selber, weil es eben nicht mehr als gut oder lebenswürdig erfahren wird. Und das ist eben auch die tiefe Tragik, glaube ich, im Leben vieler Menschen heute. Man denkt, ja, die Frage, ob ich an Gott glaube und so weiter, das soll ja jeder selber entscheiden, aber es hat eben Konsequenzen, wie ich lebe, ob Gott für mich ein Bezugspunkt ist, auch in meinem ganz konkreten Beziehungsalltag. Und ein letzter Punkt, die Ökologie des Menschen als Zukunftsprojekt. Also wenn wir diesen Begriff von Papst Benedikt jetzt so sehen, als Anknüpfung an zunächst mal eine politische Bewegung, als eine christliche Umprägung
auch im Sinne der Schöpfungstheologie, der Gutheit des Menschen und auch der Bestimmung des Menschen zum Bund mit seinem Schöpfer, dann ist es eben ein besonderer Auftrag, diesen Gedanken weiterzuführen. Angesichts einer durchaus realen Bedrohung des Menschen in einer Welt ohne Gott scheint eine Rückbesinnung dringend geboten. Die Ökologie des Menschen, die Benedikt der 16., indem er den Begriff in seiner Rede im Bundestag aufgegriffen hat, der ganzen westlichen Welt, ja, der westlichen Demokratie ins Stammbuch geschrieben hat, bedeutet nichts anderes als das Ernstmachen mit dem christlichen Schöpfungsglauben in den Herausforderungen unserer Gegenwart. Ob die Menschheit eine Zukunft hat und wie diese aussieht, ist nicht nur eine Frage des Umweltschutzes, sondern auch des Selbstverständnisses des Menschen. Und insofern wird sicher in unserer Zeit das Wort von Romano Guardini noch einmal neu wahr, dass sich die Frage nach Gott an der Frage nach dem Menschen entscheiden wird. Als Geschöpf der Liebe Gottes muss der Mensch sein Leben nicht selber begründen und absichern. Er darf es aus der Hand seines Schöpfers als Geschenk empfangen und weitergeben. Diese Rückbindung an Gott steht nicht seiner Freiheit im Wege, sondern ist richtig verstanden ihr Gütesiegel, ihre Bedingung, wie Papst Benedikt gesagt hat. Die Freiheit liegt in der Antwort auf die schöpferische Liebe. Sie ist Berufung zu Bund und Freundschaft mit Gott. Denn, wie der Titel meines Vortrages hieß, Gott sah, dass du gut bist. Vielen Dank bis hierher.